Wieder Schell, kaum zu halten. Göttl. Brace aus dem Handgelenk. Und das ist der Treffer. 1:0 nach 4 Minuten sind es. 4 Minuten. Und da lässt sich der Goldhelm Adam Brace feiern. Aus dem Handgelenk raus. Weiß nicht, ob da noch jemand dran war, aber so wie er sich feiern lässt, wird wohl keiner mehr dran gewesen sein. Dico Reich, was Eichinger da macht. 2 gegen 1. Und die Chance für Krüger. Jetzt wird sie genutzt. Und zwar von Richard Gelke. Damit 2:0, aber wieder sehr schlechtes Defensivverhalten. Da hatte zuvor Krüger schon die Chance. Sehr schön herausgespielt. Krüger, Haken, Chance abgewehrt. Und dann kommt die Scheibe aber nochmals zurück. Und am Ende ist es Gelke, der staubt ab, trocken zum 2:0 für Richard Gelke. Sein 7. Kommt die Scheibe zurück. Beck. Wurde intensiv trainiert. Oakley drinnen. Tor. Oakley. Anschlusstreffer. 10 Sekunden vor Ende des ersten Drittels. Und da sieht man die Qualität von Luke Oakley. Chancen gab es immer wieder, als Oakley fehlte, aber keiner traf ins Tor. Macht das sehr geschickt. Duell Gostek 1,90 groß. Richter gerade mal knapp 1,80. Das ist der Ausgleich. 2:2 für den SC. Und ich glaube, es ist Benedikt Kastner, oder? Nein, Richter ist es. Tim Richter. Ich habe nur die 2 gesehen. Beide ziemlich gleich groß. Hier nochmals die Entstehung. Beck, Heubrin, Tor, Hiedli. Hiedli schießt ein zur Führung für den SC Rissersee, 3:2. Simon Mayer hatte zuerst die Chance. Hiedli wird hier getroffen. Damit kommt die Scheibe zu Beck. Der versucht es als erster. Holmgren mit der Brust und dann Simon Mayer. Er schafft's nicht. Hiedli kommt daher. Und er macht. Beck vor Bayern Eberhard. Jetzt der Antritt des Schweden. Der ist immer phänomenal. Wenn der abgeht. Oh, Tor! Scheibe ist drinnen. Torschütze Beck. Torschütze Beck zum 4:2. Sehr unglückliche Aktion von Peter Holmgren. Aber hier. Es ist wirklich sein Tor vorbei an Eberhard. Und jetzt schauen Sie mal. Jetzt zündet er den Turbo. Keiner kommt hinterher. Auch Gostek kann nicht mehr eingreifen. Und dann unglücklich, da schiebt sich Holmgren die Scheibe. Richter schnappt sich die Scheibe. Richter. Scheibe ist frei. Drinnen ist sie. Fischer. Oder wer war es denn da hinten? Richter zieht ab und dann war noch einer dabei, könnte Herpich gewesen sein. Hier, Herpich, Herpich und Richter. So, Richter holt sich die Scheibe, aber Beck hat sie wieder. Scheibe wieder frei, Scheibe ist wieder frei, Tor, 6:2. 6:2. Und der Torschütze könnte Hiedli sein. Mark Hiedli staubt ab. Schauen wir nochmal hin. Sehr viel Platz. Wieder bleibt die Scheibe frei. Und jetzt kommt Hiedli. Der ist es aber nicht. Nein, Hiedli ist es nicht. Hiedli war auf der linken Seite.
Und bei den vielen verletzten Verteidigern ist es eben oft notwendig. Und den krönt er jetzt, diese Leistung, mit Ansage. Fischer zum 7:2. Sehr schön gemacht. Aber die Heilbronner, in diesem Fall in der Defensive, so, als ob sie applaudieren möchten und nur warten, bis sie die Handschuhe loswerden. Freie Fahrt. Körperlich kann der sicher auch noch zulegen. Joseph Lewis auch 1,75 groß, nur aber für einen Stürmer geht das. Tor! Heedley! Oder wer war es am Ende? Heedley in jedem Fall mit dem Schuss. War da noch irgendjemand dran? 8:2. Schauen wir genau hin. Benedikt Kastner, dann Heedley. Ich muss schauen, ob Benedikt Kastner heute vielleicht Geburtstag hat. Der Schiedsrichter möchte ihn unbedingt in die Scorerliste eintragen. Einmal fälschlicherweise als Assistent, da war es Richter. Und jetzt als Torschütze, das war er auch auf keinen Fall. Das kann maximal Heedley gewesen sein. Jetzt ist Feierabend. So, das war's. Ein Spiel, das völlig gedreht wurde vom SCR. Startschwierigkeiten beim SCR. Nach 10 Minuten riss er sie mit 0:2 zurück.